Hallo zusammen, wieder einmal ich und heute geht es um 10 Cloverfield Lane. Das ist mal wieder so ein Film, wo ich mir selber einen Maulkorb verpassen muss, denn es gibt kaum ein Wort, das man über den Inhalt dieses Films verlieren sollte. Man bedenke mal die Hintergründe. 2008 gab es Cloverfield. Das war ein Monster-Movie, wo ein riesiges Godzilla-ähnliches Monster New York in Schutt und Asche trampelt. Das Besondere an diesem Film war halt die Perspektive, aus der es geschildert wurde. Es war ein Found-Footage-Film, das heißt, es wurde aus der Sicht ein paar junger Leute geschildert, die während das Monster da durch New York läuft, dort unterwegs sind, eine Kamera dabei haben und das Ganze sind dann die Aufnahmen aus den beiden. Weil es eben aus dieser eingeschränkten Sicht geschildert wird, blieben eine Menge Fragen offen und schon allein deswegen gab es viele Wünsche und Anfragen für eine Fortsetzung, wenn man so das Internet der letzten Jahre ein wenig durchforstet. Und es hieß dann irgendwann, J.J. Abrams war nicht der Regisseur, aber eben Produzent, dass es kein Sequel mehr geben wird. Es gibt wohl irgendwelche Comics dazu, die den Hintergrund des Monsters das ein wenig erläutert haben, aber es hieß irgendwann offiziell, dass kein Sequel gedreht wird. Und irgendwann jetzt im Januar kommt auf einmal dieser Trailer für 10 Cloverfield Lane. Man hat den Film also wirklich ohne Bekanntgabe oder irgendwelche Mitteilungen gemacht. Auf einen Schlag ist der Film da und kommt jetzt erfreulicherweise knapp 3 Monate später dann schon ins Kino. Und ich war so gespannt, ich weiß auch nicht, es gab in diesem Jahr bislang keinen anderen Film, wo ich so gespannt war, was sich dahinter verbirgt. Die Frage an sich ist natürlich, wo zieht der Film Verbindungen zum Erstling oder ist das Ganze komplett eigenständig? Der Trailer entwirft ja ein gewisses Szenario und hier ist jetzt so die vielen Punkte oder sind die vielen Punkte, die ich dem Film anrechne. Das, was der Trailer zeigt, sind eigentlich nur Szenen, die vielleicht in der ersten halben Stunde stattfinden. Das heißt, ab da befindet man sich im Dunkeln und hat keine Ahnung. Das, was im Trailer gezeigt wird, ist relativ knapp gehalten und verrät im Grunde nur die Grundsituation des Anfangs und nichts weiter darüber hinaus und lässt alle Fragen offen und auch, dass der Film komplett ohne Ankündigung oder so, also man hat hier wirklich alles Mögliche getan, um das, worum es geht, um das, worauf es hinausläuft, zu verschleiern und das werde ich nicht zuletzt hier hoch anrechnen, indem ich jetzt so gut wie gar nichts über den Inhalt sage. Trotz des bisher schon weit gelaufenen Videos. Der Trailer hat im Grunde die Situation gezeigt. Eine junge Frau namens Michelle, gespielt von Elizabeth Winstead, hat einen Autounfall und erwacht in einem unterirdischen Keller. Dort trifft sie auf Emmett, dessen Darsteller ich gerade John Gallagher, ich habe es gerade vergessen, und einen Mann namens Howard, gespielt von John Goodman. Der behauptet, dass es draußen einen Angriff gegeben habe, dass man draußen nicht mehr überleben kann und er in diesem Bunker halt die Voraussetzungen geschaffen hat zum Überleben. Er hätte früher schon gewusst, dass es diesen Angriff geben würde und hat jetzt da eben eine perfekte Oase zum Überleben geschaffen und dort werden sie jetzt wohl für 1 bis 2 Jahre festsitzen, bis man vielleicht wieder raus könnte. Das Dumme ist, dass Michelle ihm das natürlich so nicht einfach glaubt und überall nach Hinweisen sucht, dass dem, was er erzählt, nicht so ist. Man hat also hier im Grunde einen klassischen Psychothriller, der auf eingeschränktem Raum spielt. Das Ganze ist über die fast komplette Laufzeit ein Kammerspiel mit 3 Leuten, die auf einem engen Raum zusammensitzen. Es gibt permanentes Misstrauen, permanente Unsicherheit und permanente Zweifel. Trotzdem, auch wenn dieser Film quasi ohne Schauwerte arbeitet, der einzige Schauwert ist halt dieser Bunker, der da zurechtgemacht wurde und das ist schon ein Meisterwerk des Set-Designs, in dem man da wirklich ein reales, wunderbar ausgestattetes Set hat, wo Küche und Wohnzimmer und sonstiges alles in einen Raum verfercht sind. Der Film hat also nichts optisch zu bieten in dem Moment, aber trotzdem, er schafft es, eine atemlose Spannungssituation zu erzeugen, weil man einfach nicht weiß, was vorgeht. Man sucht natürlich händeringend nach irgendwelchen Möglichkeiten, Verbindungen zu der ganzen Geschichte aus Cloverfield 1 herzustellen. Wo könnte etwas sein, was sich mit dem, was dort passiert ist, vielleicht überkreuzt? Wo könnte es sein, dass die Figur Howard eben John Goodman Quatsch erzählt? Wo steckt irgendwas dahinter? Also man befindet sich wirklich in der Situation der Hauptfigur, dass man völlig unvermittelt in dieses Geschehen geworfen wird. Man hat keine Ahnung, worauf es hinausläuft. Man hat keine Ahnung, was wahr ist. Und vor allem ein Riesenlob an John Goodman und seine Darstellung, da er keine verständliche Figur spielt. Ich will sagen, dieser von ihm gespielte Howard macht eigentlich nette Sachen, zeigt aber in den nächsten Moment regelrecht psychotische Ausschübe. Er ist im einen Moment herzallerliebst und nett und doch dann im nächsten Moment wieder unvorhersehbar am Ausrasten. Man hat keine klare Linie bei dieser Figur und daraus entsteht die Spannung, weil man nie weiß, ob er im nächsten Moment weich wird oder ob er austickt. Es gibt so eine Szene, da sitzen die am Tisch und er in derselben Kameraeinstellung, der lächelt freundlich und herzlich und dann fällt sein Gesicht wieder in totalen Ernst. Das Ganze mündet dann in eine Hälfte, zu der ich nichts weiteres zu sagen werde, weil wie gesagt, der Trailer hat nur den Anfang angedeutet und kein weiteres Wort zu viel davon verraten.
Mary Elizabeth Winstead gibt eine großartige Leistung als Gegenspielerin. Der Emmett-Darsteller ist, finde ich, relativ überschaubar, aber ich war mit meiner Frau im Kino und sie sagte, sie fand ihn süß, von daher, oder sie fand ihn sympathisch. Deswegen, es funktioniert. Und insgesamt, 10 Cloverfield Lane ist ein Film, der mit wenig auskommt und eine unglaubliche Menge liefert. Es gibt vorher diesen Werbespot, zumindest in meinem Kino, wo so ein kleines Mädchen so mit 15, 20 Cent auf den Jahrmarkt geht, das da einem Zuckerwatte-Typen hingibt und der gibt ihr daraufhin so einen riesen Batzen Zuckerwatte und der Slogan lautet dann für wenig Geld viel kriegen und das kann man jetzt hier auf 10 Cloverfield Lane anwenden, mit wenigen Mitteln ein unglaubliches Spannungspotenzial erzeugen, ein unglaublich krasser Film, der einen wirklich fesselt und einen bis zum Schluss festhält, weil man nicht weiß, was vorgeht. Deswegen ein Film, den ich einfach mal aus purer Laune und mit absoluter Begeisterung, weil ich gerade richtig gut gelaunt aus dem Kino kam, nach einem richtig spannenden Kinoabend, deswegen absolut mit 5 von 5 Punkten bewerte. Es ist nicht der Mega-Blockbuster, der wie Batman vs. Superman, der im Nachbarkino läuft, aber das ist ein Film, der in anderthalb Stunden mehr schweißtreibende Spannung liefert, als eben der gerade genannte große Blockbuster oder diverse Kollegen auch. Wie seht ihr das? Habt ihr den alten Cloverfield gesehen? Guckt ihr euch diesen hier an? Findet ihr das Ganze interessant? Könnt ihr euch John Goodman, der zwar ein vielseitiger Schauspieler ist, aber für mich trotzdem mehr auf Komödie abonniert ist, könnt ihr euch den in einer so brutalen, ernsten Rolle vorstellen? Wie findet ihr Mary Elizabeth Winstead? Was immer ihr sagen möchtet, zu sagen habt, bitte in die Kommentare unter diesem Video. Ich freue mich. Ihr könnt mir auch gerne einen Daumen da lassen, gerne ein Abo und wir sehen uns gerne beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Ciao.